das ist das Pessimistische daran, dass es einfach ständig die Hoffnung da ist, dass die Liebe vielleicht noch was verändern könnte, und das findet aber nicht statt. Sondern die Dinge sind eigentlich unausweichlich festgeschrieben. Und das heißt, dass irgendwann muss es knallen zwischen den beiden Parteien. Und eigentlich, wenn man ein Realist ist, dann weiß man, dass das auch stimmt. Aber es gibt immer wieder diese Hoffnung, dass da noch irgendwie sich die Leute aus dieser langen Agonie herausarbeiten können. Die Menschen sind nur noch dahinsiechende Kreaturen. Kranke, hässliche Fratzen, deren Leid schon fast groteske Züge annimmt. Mit Les Vêpres Siciliennes kehrt der Regisseur Antu Romero Nunes an die Bayerische Staatsoper zurück und inszeniert Verdis Oper als makaberen Totentanz eines sterbenden Volkes. So wie wir das angelegt haben, die sind wirklich alle kurz vorm Tod. Das hat meine Mutter mir mal gesagt, weil sie das erlebt hat, dass wenn man besetzt ist, wenn ein Land besetzt ist, dann hat man nur ein halbes Leben. Dann ist man nur halb am Leben, weil man nur die Hälfte der Sachen machen darf, die ein normaler Mensch in Freiheit machen darf. Und genauso sind die alle nur noch halb am Leben. Die sind kurz vorm Abnippeln. Es spielt in einem düsteren Ambiente. Ich würde mal sagen, es ist so ein Gedankenraum. Wir haben da so Material, echtes Material. Also wir haben zum Dogma gesetzt, dass wir nur echte Sachen nehmen. Dass man in der Oper zu viele Sachen sieht, die so tun, als wären sie was anderes. Also Styropor, das aussieht wie Steine oder so. Und das spielt alles in einem düsteren Ambiente, so unter dem Ätna sozusagen. Das ist ein Tanz auf dem Vulkan. Es ist schwarz, es ist schlechtes Wetter. Das Material ist Plastik. Das könnte ein vermüllter Strand sein. Und es ist auch eine folkloristische Welt, wo die Folklore noch so als halbe Perversion übrig bleibt. Unter all den Menschen am Rande des Todes erscheint Procida alias Erwin Schrott fast als jemand aus einer anderen Welt. Als eine Art Stammesführer, der nur allzu gern die Herrschaft an sich reißen will. Well, initially I thought completely that he was an extremist, a fanatic. Later on, working together with Antu, the director, we find out several other facets as well about the character, which he has a very human factor, and despite being dressed in this way, is extremely human, is extremely touched by seeing how not only his people, but just people getting so much hurt and deprived by something so essential like freedom is. The character is still an extremist. Obviously, he's from the beginning, he's mentioning and saying things that they are not the most, you know, the most positive, maybe. Everything is about vendetta, vengeance. Auch Hélène ist zunächst besessen von Rache. Entdeckt dann aber mehr und mehr zärtlichere Gefühle. In dieser Rolle gibt die Sopranistin Rachel Willis-Sörensen ihr Debüt an der Bayerischen Staatsoper. Es ist auch sehr dramatisch interessant, weil die Figur ist psychisch kompliziert. Die Familie ist geschlachtet worden und sie hat so diese Rache, Besessenheit und muss das irgendwie abgeben, um Vergebung zu schenken an den Bösen und dann einfach versuchen, ein schönes Leben zu bauen, auch wo es so schwierig am Anfang war. Und das ist eine große Herausforderung. Es schien mir am Anfang so eine unüberbrückbare Weite zwischen diese zwei verschiedenen Figuren quasi, aber dieses dieselbe Hélène. Sie verändert sich die Meinung einfach zwischen den vierten und fünften Akt und das macht so eine neue Oper quasi. Und das ist auch in unserer Inszenierung zu sehen. Abstagende chromatische Phrasen, das gibt es ständig. Also normalerweise von ganz hoch, das sind wahrscheinlich 6 oder 7 sogar mal. Und ich nutze das auch in der Kadenza. Also ich habe das hinzugefügt, weil ich fand, das ist die Sache an diese Figur. Diese weinende, absteigende Chromatismus. Also das ist sehr schön. Und das ist sehr, sehr schön komponiert. Man füllt irgendwie mit, ganz leicht. Auch Henri schwankt zwischen Patriotismus und dem Bedürfnis nach persönlichem Glück.
So sieht es der Tenor Brian Imel. I think what's interesting about Henri in this one, he is very much like the French hero type. He's strong, he's brave, and he's not afraid to tell anyone, even Montfort, the tyrant. Where it gets different is when he finds out that Montfort is his father, and then that tears him in a way that he's used to being strong, but he got this, you know, in one way, his foundation of being Sicilian, of being one of them. Now he finds out he's only half Sicilian and he's half French. And in a way, this kind of destroys all that he thought he believed in. We know that Verdi was a master of crafting duets between fathers, sons, father, daughter, you know, these kind of parent and child relationships. And I get two of those in this one piece. So it's not just the love duet with the soprano kind of thing. Eine französische Oper von einem italienischen Komponisten. In Le Vêpres Siciliennes vermischen sich die Stile, meint der Dirigent Omar Meir Welber, der bereits seine dritte Staatsopernpremiere dirigiert. Was wirklich französisch ist, zum Beispiel das vierte Akt und diese ganze Ballettgeschichte, das wirklich kommt aus französischer Tradition. Man könnte wirklich Carmen hören im vierten Akt. Und gibt diese große Duett Tenor und Sopran. Es klingt wie französische Operetta, ja? Hoffmann's Tales oder. Und natürlich für Verdi, das war etwas seltsam, ich denke. Das war nicht wirklich seine Welt. Und man könnte das auch hören, weil das ist sehr experimental für Verdi. Wir haben hier alles wie in Grand Opera. Wir haben große Szenen natürlich mit Tänzern und Chor und große Chor und natürlich super Koloratura für die Sänger und große Duett und große Kabaletta. Jemand hat gesagt, more is less und hier more is more. Ja, dieses Massaker, so wie es in der Regieanweisung steht, passiert da sehr, sehr viel. Da ist gar keine Zeit, das überhaupt alles zu zeigen. Also das war ja eine Kritik damals, eine große Kritik an Verdi, dass er eigentlich das, worauf alle hinfiebern, eigentlich gar nicht zeigt. Aber manchmal ist ja die Auslastung besser als das Zeigen von Dingen. Man hat bis dahin schon viel erfahren. Das ist vielleicht mehr der Weg, wie diese Konflikte sich ineinander verkeilen, als die Auflösung zu sehen, weil die Auflösung ist einfach nur der Tod.